Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20-12030 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich bitte zügig, die Plätze zu wechseln. Auch Platz zu nehmen, bitte. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Zur Beantwortung der Fragen steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic. Und wenn dann alle nicht fragenden Abgeordneten Platz genommen haben, kann ich auch die erste Frage aufrufen. Ich rufe auf die Frage 1 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterke. Es geht um Datenschutz und Datensicherheit im Rahmen der Richtlinien für mehr künstliche Intelligenz in der Verwaltung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Bitte, Herr Staatssekretär. Danke, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter Peterka, ich beantworte Ihre Frage für das BMDV wie folgt. Datenschutz und Datensicherheit sind wichtige Bestandteile der Richtlinien für mehr künstliche Intelligenz in der Verwaltung des BMDV. Sie sind Voraussetzung für einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI-Systemen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Dank für das Vorlesen des Klappentextes, sage ich mal. Diese Floskeln Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein sind ja immer ganz nett, aber mal die konkrete Nachfrage, was denn dafür getan wird, dass man zum Beispiel vermeidet, dass KI-Programme quasi politisch gewollte Antworten ausspucken. Weil ich gehe mal davon aus, Sie wollen vor allem korrekte und aufschlussreiche Antworten. Man kennt ja diese Beispiele, dass zum Beispiel Bild-KIs sich weigern, bei irgendwelchen historischen Szenarien weiße Menschen abzubilden. Das ist natürlich sehr plakativ, aber diese Voreingenommenheit von Algorithmen, die trifft man ja überall, beziehungsweise wenn man dafür keinen Sinn hat, sieht man die vielleicht gar nicht. Haben Sie das im Blick? Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, das haben wir im Blick. Wir sehen allerdings auch die Chancen, haben deswegen eine Verwaltungsdigitalisierung in unserem Ressort mit allen Behördenleitern durchgeführt, weil wir große Chancen sehen. Aber wir haben das im Blick und deswegen betonen wir zum einen die rechtlichen Vorgaben, dass die auch in unseren Behörden nah eingehalten werden, also Datensicherheit und Datenverfügbarkeit, Diskriminierung der Daten, um den Bias, was Sie gesagt haben, also Verzerrung von KI-Ergebnissen zu vermeiden. Wir weisen auch ausdrücklich hin, dass, wo KI genutzt werden soll und legen auch Wert auf Erklärbarkeit von KI-Ergebnissen, also sogenannte Explainable AI. Und wie gesagt, unsere Behörden fangen an, das stärker anzuwenden. Denken Sie zum Beispiel an die vielen Fragen, die beispielsweise das Fernstraßenbundesamt bekommt, die auch durch KI besser und schneller beantwortet können. Also insofern haben wir einen Blick auf die Chancen und eben nicht nur auf die Risiken. Das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Das werden wir natürlich im Auge behalten, was da stattfindet. Wie sieht es denn aus bei diesem Schlagwort digitale Souveränität? Man möchte ja vielleicht auch von, ich sag mal, diesen Platzhirschprogrammen wegkommen, so habe ich das verstanden, dass man vielleicht eigene Office-Lösungen zur Verfügung stellt, vielleicht auch um diese Skandale zu vermeiden, die in den USA bei einem, ich glaube, Krankenkassenanbieter stattgefunden haben, dass mal Millionen von Kundendaten im Internet gelandet sind, auch bei einer KI-Schnittstelle. Bei Office 365 gibt es ja inzwischen auch Erkenntnisse, dass da sehr viel abfließt. Also haben wir dann bald ein deutsches Office oder was ist dort geplant?
Wir konzentrieren uns jetzt, wie gesagt, auf die Anwendung von KI in unserem Ressortbereich. Und da machen wir das, was auch in der europäischen Richtlinie steht. Also wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz. Das heißt, es gibt Bereiche, ich habe eben Ihnen einen genannt, mit sehr geringen oder akzeptablen oder minimalen Risiko. Nehmen wir das Beispiel von Bürgeranfragen, die oft die gleichen sind. Da kann KI sehr helfen. Es gibt natürlich auch Hochrisiko-KI-Systeme und da muss man anders vorgehen. Das machen wir auch. Also insofern konzentrieren wir uns in unserem Geschäftsbereich erstmal auf die Bereiche, wo wir auch wirklich für unsere eigenen Mitarbeiter eine starke Vereinfachung haben. Das macht doch Sinn. Danke. Ich rufe auf die Frage 2 des Abgeordneten Bernd Schattner zum Zustand der Autobahn GmbH des Bundes. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Schattner, die Frage kann ich kurz und knapp beantworten. Ja. Dann haben Sie das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, dann machen wir es mal ein bisschen ausführlicher. Wenn man ein bisschen googelt, stellt man fest, wir haben derzeit 1000 Baustellen auf den Autobahnen mit insgesamt 2172 Baustellenkilometern. Von diesen sind 552 sogenannte Dauerbaustellen. Laut Information des Verkehrsministeriums ist durch eine Baustellenbeschleunigungsvergütung für Bauunternehmen eine Verkürzung der Bauzeit auf Autobahnen um bis zu 78 Wochen pro Baumaßnahme möglich. Der Fehler, warum das nicht passiert, scheint häufig darin zu liegen, dass erstmal Baustellen eingerichtet werden, damit die Fördermittel gewährt werden und dann offensichtlich oft Wochen und Monate lang erst gar nicht begonnen wird, sondern es geht da nur darum, dass die Fördermittel erstmal fließen können. Welche Optionen sehen Sie, welche Möglichkeiten sehen Sie, diese extrem langen Bauzeiten auf den Autobahnen zu reduzieren? Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Kollege. Das ist etwas komplexer, als Sie es dargestellt haben. Die Autobahn GmbH des Bundes hat einen Haushalt, der besteht aus einem sogenannten Rechnungskreis 1. Da geht es um den Bau, Betrieb und Planung und im Rechnungskreis 2 den Investitionen. Die schließt Verträge mit privaten Bauunternehmen oder im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes, die DEGIS. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Vertragsverhältnisse zwischen den Auftragsverwaltungen der Länder, die im Auftrag des Bundes Bundesstraßen planen und bauen. Insofern gibt es ja keine Fördermittel, sondern eine Vielzahl an Projekten, wo im Auftrag des Bundes geplant und gebaut wird. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, also wie gesagt, bei diesen 1000 Baustellen, die wir gerade angesprochen haben, gibt es ja vermutlich auch etliche Baustellen zwischen Frankfurt am Main und Luxemburg, gehe ich mal davon aus. Zumindest müssen es ja so viele sein, dass es sich wohl nicht mehr lohnt, von Frankfurt nach Luxemburg mit dem Auto zu fahren, sondern man da bevorzugt mittlerweile mit dem Flieger reisen muss, weil es offensichtlich auch keine vernünftigen Eisenbahnstrecken mittlerweile mehr gibt. Immerhin sprechen wir da über 182 Kilometer, die da unsere Bundesaußenministerin mit der Flugbereitschaft zurückgelegt hat. Und da wäre jetzt meine Frage dazu, wie lautet denn oder wie ist denn aktuell der bauliche Zustand der Autobahn zwischen Frankfurt am Main und Luxemburg? Wie viele Baustellen gibt es da und wie sieht es dort mit der Bahnstrecke aus? Wäre es möglich, diese Strecke in Deutschland noch mit normalen Verkehrsmitteln zurückzulegen oder muss man da als normaler Bürger mittlerweile dann schon aufs Flugzeug zurückgreifen? Vielen Dank. Sie haben das Wort zur Beantwortung. Herr Kollege Schattner, Ihre Ausgangsfrage hat überhaupt nichts zu tun mit der Nachfrage, die Sie stellen. Sie haben ja gefragt nach dem Zustand der Autobahn GmbH. Sie haben angesprochen die Autobahn im Bereich in Hessen. Das gehört zu unserer sogenannten Niederlassung West. Da ist der Zustand genauso wie in den anderen 10 Niederlassungen. Es gibt viel zu tun und das packen wir an. Es gibt eine Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Dass Sie die Frage zulassen. Herr Staatssekretär, es wird ja in der Presselandschaft von erheblichen Kürzungen, nämlich 20% bei der Auto GmbH, zitiert. Davon sind dann auch möglicherweise maßgebliche Maßnahmen betroffen. Es wird auch darüber berichtet in der Presse, dass es bereits eine Streichungsliste in Ihrem Hause gibt, die oder mit Ihrem Haus abgestimmt ist. Können Sie dem Deutschen Bundestag denn bestätigen, dass die Koalitionsfraktionen über diese Streichungen von 20% bei der Autobahn GmbH nachdenken und welche Maßnahmen dann davon betroffen werden? Und trifft es zu, dass die Berichterstattung zum Beispiel über die A8 in Alpaufstieg oder die A5, dass diese Maßnahmen dann davon auch betroffen werden? Sie haben das Wort. Herr Kollege Schreiner,
Das sind Pressespekulationen. Es wird derzeit gerungen über den Bundesetat in allen Ressorts. So ist das auch bei uns der Fall. Wir werden alles dafür tun, dass es eine auskömmliche Finanzierung aller drei Verkehrsträger gibt. Und insofern sind diese Spekulationen nicht zu kommentieren. Derzeit ist die Lage der Autobahn auskömmlich. Aber Sie haben recht. Die Autobahn, das ist ja auch nachzulesen, hat einen Mehrbedarf angemeldet. Und ich bin zuversichtlich, dass auch der neue Haushalt, wenn er denn bald im Kabinett verabschiedet wird, dem auch Rechnung tragen wird. So, zur Orientierung. Der Zustand der Autobahn GmbH des Bundes ruft sehr viel Interesse hervor. Ich lasse die drei mir jetzt angezeigten Nachfragen noch zu. Und dann kommen wir aber zur Frage 3, damit wir hier weiterkommen. Der Abgeordnete Spaniel hat das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen. Ja, Herr Luksic, Sie haben ja gerade gesagt, es sind Pressespekulationen. Es sind aber eben nicht nur Pressespekulationen, sondern es sind auch ganz klare Aussagen, beispielsweise von der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmer, die festgestellt haben, dass es eben tatsächlich momentan keine langfristige Finanzierungsvereinbarung gibt und die auch ganz klipp und klar sagen, es fehlen ihnen die Mittel, die beauftragten Bauprojekte überhaupt, oder sie erkennen überhaupt gar keinen Fortschritt in der Brückenmodernisierung, so wie sie ihn propagiert haben. Jetzt meine konkrete Frage. Wir haben ja Mittelkürzungen, die hier im Raum stehen und die auch viel konkreter sind, als Sie es gerade gesagt haben. Meine Frage wäre jetzt, wie wollen Sie denn die Ziele, die Herr Wissing angekündigt hat, realisieren? Und ist es nicht so, dass wir ein ausreichende Mittel im Verkehrshaushalt eigentlich hätten, wenn wir die Maut so einsetzen würden, wie sie eigentlich gedacht war? Die Autobahnmaut wird ja heute zu einem großen Teil abgeführt in den Bundeshaushalt und eben nicht für die Straßen verwendet. Vielen Dank. Zeit. Bitte, Herr Staatssekretär. Herr Abgeordneter, die Autobahn GmbH des Bundes ist von Amtsübernahme bis heute ausreichend finanziert. Es ist wahr, dass wir in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Kostensteigerungen in beiden Rechnungskreisen einen Mehrbedarf haben. Der ist angemeldet. Wir sind in Gesprächen mit dem innerhalb der Bundesregierung, um diesen Mehrbedarf Rechnungen zu tragen. Und es ist die Leistung dieser Bundesregierung und des Bundesverkehrsministers, dass wir das Brückenmodernisierungsprogramm angefangen haben. Seit 2011, 2012, man denke an die Brücke in Leverkusen, ist bekannt, dass die Brücken in Deutschland in einem katastrophalen Zustand sind. Und weil man von 2012 bis 2021 keine Brücken geplant hat, haben wir auch heute weniger Brücken oder nicht ausreichend Brücken, die in die Vergabe gehen können. Wir haben das Brückenmodernisierungsprogramm angepackt und werden das auch mit voller Kraft weiterführen. Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Brandner. Ja, danke schön. Sie haben den katastrophalen Zustand der Infrastruktur in Deutschland gerade selber angesprochen. Das war ja auch Thema in den beiden Fragen. Das betrifft ja nicht nur die Autobahn, dazu frage ich dann gleich, auch die Bahnbrücken beispielsweise und die Eisenbahn. Bei den Autobahnen ist es so, dass es eine Zustandserfassung gibt, nach der 7.100 Fahrstreifenkilometer sanierungsbedürftig sind. Vor etwa 5 Jahren waren es knapp 6.000. Also es sind über 1.000 Kilometer mehr geworden, die sanierungsbedürftig sind, obwohl ja allenthalben Baustellen zu sehen sind. Es wird ja saniert, es wird saniert, es wird saniert und trotzdem wächst rückblickend sozusagen, wächst nach hinten der Sanierungsstau. Wie kann das sein? Also es ist ja wie so ein Hamster im Hamsterrad, der hat das Problem, der kommt nicht voran, aber Ihr Hamsterrad dreht sich ja quasi rückwärts. Das heißt, Sie sanieren und sanieren und trotzdem bleibt immer mehr übrig oder es wird immer mehr, was Sie machen müssen. Wie ist denn dabei eine Trendumkehr zu erwarten? Sie haben das Wort. Herr Präsidentin, Herr Abgeordneter, Sie haben jetzt hier keine Quelle Ihrer Zahlen genannt, deswegen kann ich hier so nicht nachvollziehen und glaube auch, dass das so nicht zutreffend ist, so wie Sie es gesagt haben. Wir haben bei den 13.200 Kilometer aus dem Kopf heraus Bundesfernstraßen bei knapp 10% Baustellen. Das war in den vergangenen Jahren ein ähnliches Niveau. Was stimmt ist, dass wir uns auf die Sanierung eines Kernnetzes bei Brücken konzentrieren. Das ist auch der Unterschied. Wir müssen jetzt dringend die 4.000 Brücken modernisieren, um das Kernnetz der Autobahn am Laufen zu halten. Deswegen konzentriert und fokussiert das BMDV alle Kräfte auf die Sanierung dieses Kernnetzes. Das ist gut und richtig. Das wurde leider vorher verpasst. Die letzte Nachfrage zur Frage 2 stellt der Abgeordnete Dr. Brandl.
Staatssekretär, ich will schon mal festhalten, dass wir in unserer Regierungszeit die Mittel für die Sanierung und für den Erhalt der Autobahnen stark nach oben gefahren haben und jetzt in Ihrer Zeit eine Vollbremsung durchgeführt wird. Können Sie zumindest ausschließen, dass von Ihrer Vollbremsung, die Sie jetzt durchführen, Projekte wie zum Beispiel die A9 bei Ingolstadt, wo der Erhaltungsabschnitt die Maßnahmen schon begonnen haben, dass diese Mittel, dass diese Kürzungen nicht dazu führen, dass solche Projekte noch gestoppt werden, weil der Autobahn an jeder Stelle das Geld ausgeht? Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Brandner, Ihre Aussagen sind nicht zutreffend. Vorab 2022 bis jetzt geben wir mehr Geld aus als in der Vorgängerperiode für die Bundesfernstraßen. Und Sie erkennen auch am Zustand der Brücken, dass die vorherige Hausleitung das Thema nicht ernst genommen hat. In 2021 wurden 120 Brücken saniert. Wir kommen jetzt Richtung 200. Wir haben leider 4000 marode Brücken übernommen. Wir gehen jetzt dieses Problem an, das Sie uns leider hinterlassen haben. Ich rufe auf die Frage 3 des Abgeordneten Matthias Hauer zu möglichen Auswirkungen der Nebentätigkeit eines Beschäftigten im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Hauer, ich beantworte Ihnen die Frage für das BMDV wie folgt. Dem BMDV liegen keinerlei Hinweise zur Unvereinbarkeit der Nebentätigkeit des in Rede stehenden Beschäftigten mit dessen Amt als Referatsleiter im BMDV vor. Die Nebentätigkeit regelnden Vorschriften des Beamtengesetzes werden eingehalten. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, ja, es war jetzt keine Antwort. Ein treuer FDP-Parteisoldat wird ins FDP-Ministerium versetzt und arbeitet dann doch vor allem für die FDP-Parteizentrale. So ist der Vorwurf, der in der Presse von Taz bis Bild berichtet wurde. Da heißt es dann in der Presseberichterstattung, dass die Person 8 Stunden pro Woche eigentlich nur für die FDP arbeiten sollte. Aber dann heißt es auch, er verbringe den ganzen Tag in der Regel in der FDP-Zentrale. Ein Büro im Ministerium stehe ihm zwar zur Verfügung, würde aber nicht genutzt. Im Referatsbriefkasten im Ministerium gäbe es keinen Arbeitsnachweis, keine Mail. Im internen System soll es die Mitarbeiter gar nicht geben. Da finde ich schon, dass Sie hier ein bisschen mehr Erklärung abgeben sollten, wie das denn mit den dienstlichen Interessen zu vereinbaren ist. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter Hauer, wir haben diese Fragen auch im Verkehrsausschuss umfassend beantwortet. Die betroffene Person hat eine Teilzeitstelle im Ministerium. Alles wurde genehmigt. Es besteht kein Interessenskonflikt. Es wurde eine Nebentätigkeit genehmigt. Und mit den Antworten, die wir auch in ausführlicherer Version im Ausschuss gegeben haben, waren Ihre Kollegen im Ausschuss auch ja, zumindest mal nicht unzufrieden. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Bitte, bitte erst das Mikrofon einschalten. Einen kleinen Moment warten. So und. Herr Staatssekretär, Sie haben ja den Widerspruch gerade gehört von Personen, die auch im Ausschuss anwesend waren. Insofern würden Sie uns ja die Arbeit hier erleichtern, wenn Sie die Antwort einfach noch mal wiederholen würden, was Sie im Ausschuss so Aufklärendes berichtet haben. Denn das sind ja schwere Vorwürfe. Wenn es heißt, eigentlich hat er nur eine 8-Stunden-Stelle in der FDP-Parteizentrale, aber eigentlich arbeitet er dann doch den ganzen Tag da, weil man ihn im Ministerium gar nicht sieht und da keine E-Mails etc. vorhanden sind. Da will ich mich jetzt nicht mit dieser Kurzantwort abspeisen lassen. Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Hauer, ich kann es nur noch mal wiederholen. Es liegt eine genehmigte Nebentätigkeit vor. Das ist ein Vorgang, den es in zahlreichen Bundesministerien in ähnlicher Fall gibt und auch in der Vergangenheit gab. Jetzt bin ich auch leider dran, jetzt müssen Sie mal leider zuhören. Es ist ja auch so, dass es in dem gesprochenen Fall uns keinerlei Verdacht vorliegt der Untreue oder des Verstoßes gegen arbeitszeitrechtliche Vorschriften, insbesondere gegen die im BMDV geltende Dienstvereinbarung zu mobilen Arbeiten. Insofern liegen uns da keine Verdachtsmomente vor. Sie berufen sich auf einen Zeitungsartikel, aber das ist Hörensagen und uns liegt dafür kein Beleg vor. So,
Wir kommen damit zur Frage 4 des Kollegen Matthias Hauer zum Sachstand zum Digitalbudget. Herr Abgeordneter Hauer, ich beantworte Ihnen die Frage Nummer 4 für das BMDV wie folgt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zielgerichtet für wichtige digitalpolitische Vorhaben eingesetzt. In der laufenden Legislaturperiode standen bereits bzw. stehen erhebliche Haushaltsmittel für Digitalvorhaben zur Verfügung. Die Mehrzahl der digitalpolitischen Vorhaben ist finanziell gut ausgestattet. Es war ein Aufwuchs der entsprechenden Finanzmittel gegenüber der Finanzplanung der letzten Legislaturperiode zu verzeichnen. Ressortübergreifend betrachtet stand daher für Digitalmaßnahmen ein zusätzliches Digitalbudget zur Verfügung. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, ein zentrales zusätzliches Digitalbudget, das Sie in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen haben, gab es nicht 22, gab es nicht 23, gibt es nicht 24. Ich frage Sie jetzt, wann kommt es denn, dass Sie irgendwas auch digitalpolitisch finanzieren? Das glaube ich Ihnen ja auch. Das wäre ja auch diffus, wenn Sie es nicht tun. Aber selbst zum Beispiel Bitkom sagt, dass Sie beim Digitalbudget überhaupt nicht vorankommen. Insofern tun Sie doch nicht so, als würden Sie da Geld in die Hand nehmen bei diesen Zukunftsthemen. Es kommt eben kein zentrales zusätzliches Digitalbudget. Dann sollten Sie das hier auch einfach so offen sagen. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Kollege Hauer, die Mehrzahl unserer Vorhaben ist eben finanziell gut ausgestattet. Man muss das eben ressortübergreifend betrachten, weil in verschiedenen Einzelressorts es eine Reihe an Digitalisierungsprojekten gibt. Und Sie haben eben Bitkom angesprochen. Für uns ist ja ausschlaggebend, wo wir am Ende stehen. Unsere Vorhaben befinden sich in Umsetzung. Ein Drittel der Projekte ist umgesetzt, sagt auch der Bitkom-Monitor. Und auch die OECD hat bescheinigt, dass Deutschland einer der am dynamisch wachsenden Informations- und Kommunikationsstandorte aller OECD-Staaten ist. Also insofern ist die Bilanz nicht so, wie Sie es eben suggeriert haben. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Also, dass Sie sich schon für ein Drittel feiern, ist ja schon erstaunlich. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich muss meine Frage jetzt noch mal wiederholen, weil Sie sie einfach penetrant nicht beantworten. Im Koalitionsvertrag steht, ein zentrales zusätzliches Digitalbudget werde eingeführt. Wann wird es eingeführt? Sie haben es nicht beantwortet. Sie haben das Wort. Herr Präsidenten, Herr Kollege Hauer, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird, haben wir natürlich auch am Anfang der Legislaturperiode uns einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen verschafft. Wir haben, wie gesagt, in Gänze einen Zusatzbedarf aufgewendet. Es ist allerdings nicht ein Digitalbudget, sondern in verschiedenen Projekten. Das ist ein Unterschied, das stimmt. Allerdings haben wir für den überwiegenden Teil der Projekte standen oder stehen mehr Haushaltsmittel zur Verfügung, sodass wir mit einem anderen Instrumentenkasten zum gleichen Ergebnis kommen. Es gibt eine weitere Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, ich glaube, Sie haben jetzt nicht auf den Wesen der Frage meines Kollegen geantwortet. Denn der entscheidende Punkt eines Digitalbudgets liegt ja darin, ressortübergreifend die Digitalpolitik abzustimmen. Und Sie haben uns jetzt hier Glauben gemacht, dass das ja alles hervorragend funktioniert. Aber es ist dem nicht so. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist eines Ihrer zentralen Projekte in der Digitalstrategie, dass Sie die Ausweitung der Online-Nutzung des elektronischen Personalausweises heranbringen. Da hat Ihre Konterpart im Bundesministerium für Inneres hat wegen 30 Millionen Euro den Rücksetzdienst für die PIN zurückgestellt. Das war Ende des letzten Jahres. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt uns zu verstehen und auch die Bundesagentur für Arbeit, dass sie damit überhaupt nicht mehr ihre Ziele für eine nutzerorientierte Möglichkeit, dass Nutzer der Agentur für Arbeit auf sie zugehen, da entsprechend einzugehen. Und jetzt die Frage, liegt das alles daran, dass Sie nicht abgestimmt sind, dass Sie kein zentrales Digitalbudget haben? Sie haben das Wort. Der Abgeordnete Reichel spielt scheinbar auf seine Frage Nummer 12 an, hat Sorge, dass sie nicht beantwortet wird und hängt die deswegen jetzt an die Frage Nummer 4 an, obwohl die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Deswegen würde ich mir erlauben, auf die Beantwortung der Frage 12 zu verweisen. Die kommt ja gleich dran.
Dann kommen wir zur Frage 5 des Abgeordneten Björn Simon zur möglichen Rücknahme der Erhöhung der Luftverkehrssteuer. Präsidentin, Herr Abgeordneter Simon, ich beantworte die Frage für das BNDV wie folgt. Die Bundesregierung hat mit Blick auf den internationalen Wettbewerb im Luftverkehr die Form einer gleichmäßigen und maßvollen Erhöhung der Luftverkehrssteuersätze gewählt. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, vielen Dank für die erste Antwort. Vielleicht ist Ihnen bewusst, berichtigen Sie mich, wenn es nicht so ist, dass 13 von 14 EU-Staaten eine Luftverkehrssteuer ausweisen. Erkennt die Bundesregierung zumindest die offensichtliche Wettbewerbsverzerrung für den deutschen Luftverkehr an, die durch die nationale Luftverkehrssteuer, die gleichzeitig noch die höchste Luftverkehrssteuer im europäischen Raum ist, entsteht? Herr Abgeordneter, selbstverständlich ist die Luftverkehrssteuer eine Belastung für die Airlines und für den Flughafenstandort. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es ähnliche Instrumente in anderen Ländern gibt. Es gab ja auch dazu heute eine Anhörung. Also insofern, ja, es gibt hohe Standortkosten. Die Luftverkehrssteuer wurde unter schwarz-gelber Regierung eingeführt. Insofern ist Ihnen das System auch, glaube ich, nicht völlig neu. Aber es stimmt, wir müssen dafür sorgen, dass die Standortkosten so bleiben, dass unser Standort weiterhin attraktiv bleibt. Deswegen sind wir auch im engen Austausch mit der gesamten Luftverkehrswirtschaft und werden uns auch mit denen im Herbst dazu enger austauschen. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär. Während die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten hat, dass Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer für die Förderung von Produktion und Einsatz von CO2-neutralen strombasierten Flugkraftstoffen sowie für Forschung, Entwicklung und Flottenmodernisierung im Luftverkehr eingesetzt werden, haben Sie gleichzeitig im Zuge der Haushaltsplanungen jetzt die Mittel für die Förderung und den Markthochlauf von nachhaltigen Flugkraftstoffen eben genau diesen Titel drastisch reduziert. Wie ist denn das zu erklären? Herr Abgeordneter Simon, ich möchte Ihnen da zwei Sachverhalte zur Kenntnis geben. Zum einen, ja, es gibt einen Mangel an PTL, also an Sustainable Aviation Fuels. Und deswegen hat die Bundesregierung ein wegweisendes Projekt auch nach vorne gebracht, die Technologieplattform PTL in Leuna. Das wird die größte im industriellen Maßstab bestehende Anlage der Welt werden. Eine große Investition in Ostdeutschland für 130 Millionen Euro, wo strombasierte Kraftstoffe hergestellt wurden. Darauf können wir stolz sein und das sollten wir nicht kleinreden. Zum Zweiten, die alte Bundesregierung, die Sie ja mitgetragen haben, hat eine nationale Unterquote festgelegt, deren Umsetzung, es war auch ein nationaler Alleingang, weil wir ja in Refuel EU Aviation jetzt europäische Ziele haben. Über deren Umsetzung sind wir in der Tat jetzt im engen Austausch innerhalb der Bundesregierung, aber auch innerhalb der Luftverkehrsbranche, weil das in der Tat eine Belastung ist, die derzeit noch schwer umzusetzen wäre. Dann kommen wir zur Frage 6 des Abgeordneten Henning Rehbaum zur Notwendigkeit der Ergänzungsprüfung für ukrainische Berufskraftfahrer zur Erlangung eines Fahrerqualifizierungsnachweises. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich sehe zwar den Kollegen nicht, aber wird Herr Rehbaum? Das ist ja ein wichtiges Thema. Da haben wir auch was Positives erreicht. Nein. Wir verfahren nach unseren Regeln. Und für alle, die das nicht wissen, er bekommt auch die Antwort nicht. Wir kommen. Na, kommt drauf an, wenn er entschuldigt ist und nachvollziehbar. Das ist hier bei mir aber nicht angekommen. Gut, aber das können wir ja im Nachgang klären, ob die Entschuldigung einfach auf dem Weg hier zu mir nach vorne irgendwo stecken geblieben ist. So, wir kommen zur Frage 7 des Abgeordneten Felix Schreiner zur Ausgestaltung eines geplanten Infrastrukturfonds des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Bitte, Herr Staatssekretär. Schade beim Thema 6, da hätte es positive Botschaft gegeben. Aber gut, jetzt kommen wir zur Frage 7, die ich für das Ministerium wie folgt beantworte. Mit Blick auf den erheblichen Investitions- und Erhaltungsbedarf bei allen Verkehrsträgern prüft das BMDV derzeit, wie die Finanzierung der Infrastruktur auf eine erweiterte Grundlage gestellt werden kann. Ziel ist dabei, einen überjährigen Mitteleinsatz zu ermöglichen, um die für die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen notwendige Planungs- und Finanzierungssicherheit zu gewährleisten.
Überlegungen zu einem Infrastrukturfonds stehen noch am Anfang, sind im Wesentlichen auf die nächste Legislaturperiode gerichtet. Zunächst bedarf es ausgereifter und auch haushalts- und finanzpolitischer Sicht tragfähiger Konzepte. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Also es wäre jetzt ja Ihnen, Herr Staatssekretär, vielen Dank, es wäre Ihnen überlassen gewesen, jetzt auch positive Nachrichten bei meiner Frage in die Antwort zu packen. Aber deswegen frage ich noch mal nach, weil Sie das jetzt so abstrakt beschrieben haben. Also der Bundesverkehrsminister hat von seinen Visionen von einem Infrastrukturfonds für Deutschland berichtet, nach internationalem Vorbild. Aber ehrlicherweise haben wir in weder einer Ausschusssitzung noch hier im Deutschen Bundestag irgendetwas Konkretes bisher gehört. Was sind die konkreten Maßnahmen, was sind Ihre konkreten Vorstellungen, damit aus diesen Visionen nicht nur ein Visionchen übrig geblieben ist? Schreiner, es wäre auf vielen Ebenen möglich, dies anzugehen. Wenn Sie die großen Wurf oder die Vision meinen, wäre dazu natürlich eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Sie waren ja wahrscheinlich auch auf dem Tag der Bauindustrie. Da hat ja Ihr Fraktionsvorsitzender allen Überlegungen in diese Richtung eine Abfuhr erteilt. Insofern wundert mich Ihre Frage. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, gibt es gleich die nächste Baustelle bei Ihnen im Ministerium? Sie wissen, dass am 6. November 2023 ja die Ministerpräsidentenkonferenz getagt hat und dort umfassende Überlegungen für den Bereich der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung verabschiedet hat. Es ist seit diesem 6. November dem Deutschen Bundestag, aber auch dem Verkehrsausschuss keinerlei Maßnahmen, keinerlei Vorschläge aus Ihrem Haus übermittelt worden. Wann beginnen Sie mit der Umsetzung der Beschlüsse der MTK und wann wollen Sie wirklich einen Beitrag zur Planungsbeschleunigung in diesem Land führen? Frau Präsidentin, Herr Kollege Schreiner, Ihre Nachfrage hat zwar überhaupt nichts zu tun mit dem Thema Infrastrukturfonds, aber die gute Nachricht ist ja, dass zum einen Bund-Länder diskutieren, wo man im Bund-Länder-Verhältnis planen und bauen genehmigen kann. Was unsere Bundesverkehrswege angeht, haben wir ja schon unser Genehmigungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht, was eine erhebliche Verbesserung mit sich bringt. Zum Beispiel Brücken können wir jetzt schneller planen und bauen, zum Beispiel dann, wenn eine Brücke baulich erweitert wird. Das hat die Große Koalition nicht hinbekommen. Wir haben das auf den Weg gebracht, damit wir Brücken schneller planen und bauen können. Nur zur Orientierung, auch hier liegen mir noch drei Worte mit. Die vierte nehme ich jetzt nicht mehr. Drei Wortmeldungen zu Nachfragen vor. Die drei lasse ich noch zu. Und dann gehen wir weiter zur Frage 8. Das Wort hat der Abgeordnete Gelbhaar. Ja, Herr Staatssekretär Luksic, Frau Präsidentin, meine Frage bezieht sich darauf, zum einen, ich glaube, es gibt eine Übereinstimmung darin, dass beim Thema Infrastruktur ein großer Bedarf an Investitionen besteht, gerade was das Thema Modernisierung und Sanierung angeht. Ich glaube, dass das sogar, habe ich jetzt auch aus der Debatte genommen, fraktionsübergreifend so festzustellen ist. Und deswegen ist ja die Frage von der CDU durchaus berechtigt, wie man sich dem nähert und ob man da über einen Infrastrukturfonds nachdenkt. Die Folgefrage allerdings für mich ist, wenn ich das so höre, die meisten dieser Gedanken müssten ja in Richtung einer Zweidrittelmehrheit Grundgesetzänderung gehen. Gibt es denn Signale aus der CDU, die das für möglich erscheinen, dass man sich gemeinsam zusammenfindet, um das Grundgesetz an dieser Stelle, Stichwort Investitionsbremse, Schuldenbremse, zu ändern? Oder hat ja die CDU-CSU bislang da andere Signale gesendet? Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Ja, Frau Präsidentin, wenn ich die Frage von des Abgeordneten Gelbhaar beantworten darf. Also mir sind solche Signale nicht bekannt. Auf dem Tag der deutschen Bauindustrie wurde eigentlich sämtlichen solcher Überlegungen, so wie ich es verstanden habe, eine sehr klare Abfuhr erteilt. Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Brandner. Dankeschön. Das Deutsche Institut für Urbanistik, was es nicht alles gibt, hat in einer umfangreichen Untersuchung den Zustand von Deutschlands Straßen, Brücken, Schienen untersucht und errechnet, dass allein für den Erhalt des kommunalen Wegenetzes 372 Milliarden Euro notwendig seien. Von Ihnen gibt es Zitate, dass Investitionsbedarfe höher seien als derzeit finanziell darstellbar. Vor diesem Hintergrund mal meine Frage, wie hoch ist denn der Investitionsbedarf in Bundesstraßen und Bundesfernstraßen? Und was ändert daran oder was fördert daran der von Ihnen gerade genannte Infrastrukturfonds? Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter.
Sie haben auf kommunale Verkehrswege hingewiesen. Dafür ist der Bund nicht zuständig. Und zum Zweiten finden Sie die Antwort dazu in einem Interview des Geschäftsführers der Autobahn GmbH in der FAZ. Die letzte Nachfrage hierzu stellt der Abgeordnete Müller. Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank für das Wort. Herr Staatssekretär, ich habe genau zugehört, und Sie haben einfach die Frage meines Kollegen Schreiner nicht beantwortet. Deswegen gebe ich Ihnen gerne noch mal die Gelegenheit, das jetzt ehrlich zu machen. Zum einen, gibt es im Verkehrsministerium konkrete Planungen für einen Infrastrukturfonds? Und Sie stehen ja einem Minister unter, der für seine fehlende Abstimmung, für seine fehlenden Absprachen bekannt ist. Er stimmt sich nicht mit dem Bundeskanzler ab, haben wir heute wieder erfahren. Er stimmt sich nicht mit anderen Häusern ab. Hat er sich denn in dieser Frage wenigstens mit dem Finanzminister abgestimmt, dass er das macht? Oder stimmen etwa die Berichte, dass der Finanzminister den Verkehrsminister, beide Ihre Partei, ausgebremst hat? Sie haben das Wort. Herr Kollege, also ich kann Ihre Meinungsäußerungen nur zurückweisen. Die treffen nicht zu. Sie wissen zum Beispiel, dass die Beschleunigungskommission Schiene eine Reihe an Empfehlungen gemacht hat. Diese sollen ja auch noch in ein Gesetzgebungsverfahren kommen. Also insofern, das ist Ihnen ja auch bekannt, ist das, was Sie suggeriert haben, nicht zutreffend. Damit kommen wir zur Frage 8 des Abgeordneten Felix Schreiner zur Verteilung der Verkehrsinvestitionen auf die Verkehrsträger bei einer prognostizierten Zunahme des Verkehrs. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Schreiner, ich beantworte die Frage wie folgt. Die Bundesregierung befindet sich derzeit in Abstimmung zur Vorbereitung des Regierungsbeschlusses zum Haushalt 25 und der mittelfristigen Finanzplanung. Aussagen über die künftig seitens der Bundesregierung avisierte Aufteilung der Investitionen in die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße können erst anschließend an entsprechende Beschlussfassungen getroffen werden. Gesetzlicher Auftrag der drei Ausbaugesetze und somit Ziel der BPÜ ist es, zu prüfen, ob die auf der Grundlage des BVWP 2030 im Rahmen der Ausbaugesetze beschlossenen Bedarfspläne für die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße der zwischenzeitlich eingetretenen Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung und der Bedarfsplan für den Verkehrsträger Straße der Verkehrsentwicklung anzupassen sind. Nach § 4 des Fernstraßenausbaugesetzes sind darüber hinaus für den Verkehrsträger Straße die bei der Bedarfsplanung berührten Belange, besonderes Raumordnung, Umweltschutz und Städtebau, in die Prüfung einzubeziehen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank für die Beantwortung oder das, was Sie als Antwort gegeben haben, die Meinungsäußerung zu meiner Frage. Es geht ja hier auch um ein Gutachten. Und in diesem Gutachten geht es ja auch sehr stark um die gestiegenen Kosten für die Baukostensteigerung, aber auch die Material- und Personalkostensteigerung. Wie bilden Sie oder wie haben Sie vor, diese erheblichen gestiegenen Kosten im Bundeshaushalt darzulegen? Und wie sorgen Sie dafür, dass wir gerade zum Beispiel im Verkehrsetat, wenn es darum geht, das Brückenbausanierungsprogramm Ihres Hauses, was ja offenbar auch nicht mehr richtig finanziert ist, mit anständig ausreichenden Finanzmitteln auszustatten? Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Schreiner, Sie bringen da zwei Sachverhalte durcheinander. Das eine ist die Bedarfsplanüberprüfung, wo der Bedarfsplan in der Gänze betrachtet wird und eben nicht einzelne Projekte. Das passiert natürlich im laufenden Vollzug. Und wie wir heute Morgen auch im Ausschuss diskutiert haben, sind für die Brücken derzeit eine auskömmliche Finanzierung vorhanden. Wir diskutieren derzeit gerade, wie wir auch für die mittelfristige Finanzplanung den sichtbar steigenden Bedarf abdecken können. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Herr Staatssekretär, gestatten Sie mir, ich glaube nicht, dass ich hier zwei Dinge durcheinander bringe. Es ist ein Investitionsrahmenplan 2023 ausgelaufen. Der Rahmenplan, in dem die Finanzierungen für die maßgeblichen Infrastrukturprojekte auch dargelegt ist. Und ich frage Sie, warum haben Sie es bis heute nicht geschafft, diesem Haus eine Fortschreibung dieses Investitionsrahmenplans vorzulegen? Herr Abgeordneter Schreiner, das ist nicht zutreffend. Wir sind dazu verpflichtet, im Herbst auf das Parlament zuzukommen. Wir arbeiten die Ausbaugesetze, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat, ab. Sie wissen selber, dass es ein großes Delta zwischen dem Bundesverkehrswegeplan und den Ausbaugesetzen gibt. Die Ausbaugesetze, die werden abgearbeitet. Und wir kommen dann im Herbst mit der Bedarfsplanüberprüfung und einem neuen Investitionsrahmenplan auf den Bundestag zu, so wie das im Gesetz vorgesehen ist. Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Spaniel.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Herr Staatssekretär, ich komme noch mal auf die ursprüngliche Frage vom Herrn Schreiner zurück, der hier darauf verwiesen hat, dass er den Bundesverkehrsminister damit zitiert, dass er die Investitionen in die Infrastruktur anhand der Verkehrsleistung ausrichten will. Wir haben eine Verkehrsleistungsaufteilung zwischen Straße und Schiene von ungefähr 8:2. Wir haben eine Mittelaufteilung zwischen Verkehr, zwischen den beiden Verkehrsarten von ungefähr 1:1. Bedeutet diese Aussage von Herrn Wissing, dass die Mittel für die Schiene jetzt gekürzt werden, oder bedeutet diese Aussage, dass die Mittel für die Straße drastisch erhöht werden? Ich habe das, glaube ich, nicht richtig verstanden. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Schön, dass ich das dann klarstellen kann, damit auch Sie es verstehen. Sie haben zitiert den Verkehrsminister. Der steht in der Frage mit dem Zitat: Der Verkehr in Deutschland wird in jeder Hinsicht zunehmen. Das trifft zu. Auf allen drei Verkehrsträgern gibt es mehr Investitionsbedarf. Deswegen streben wir auch für alle drei Verkehrsträger mehr Investitionsmittel an. Letzte Nachfrage zur Frage 8 stellt der Kollege Müller. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, ich habe es nicht verstanden. Sie haben es auch, glaube ich, nicht erklärt. Wir haben jetzt ja ein Gutachten, das hat Ihr Haus in Auftrag gegeben, das klärt, der Verkehr auf der Straße wird deutlich wachsen. Und es gibt ja eigentlich eine vernünftige Haltung in diesem Haus, die sagt, insbesondere in der Unionsfraktion, die Straße ist der Verkehrsträger Nummer eins. Und jetzt sollten Sie doch eigentlich mal klarstellen, dass es ein großer Fehler war, aus der Lkw-Maut das Geld zu nehmen und dann stattdessen die Schiene zu finanzieren. Also, Sie haben heute die Gelegenheit, endlich zu erklären, dass auch für Sie, für das Verkehrsministerium, die Straße Verkehrsträger Nummer eins ist. Sie haben das Wort, Herr Staatssekretär. Aber bevor Sie es ergreifen, meine Bitte, Herr Brandner. Im Moment haben gerade die Fragesteller und der antwortende Staatssekretär hier überwiegend das Wort. Und wir wollen auch Ihre Gesprächsinhalte hier überhaupt nicht hier vorne mit wahrnehmen. Vielleicht geht es ein bisschen leiser. Frau Präsidentin, die Ausgangsfrage des Kollegen Schreiner und die Bemerkung des Abgeordneten zielen darauf hinab, dass auf die Langfristverkehrsprognose bis 2051, da stimmt es, dass der sowieso dominierende Anteil des Straßenverkehrs ja weiter in seiner Bedeutung zunehmen wird. Deswegen heißt es aber nicht, dass man deswegen nicht in die Schiene investieren soll. Auch der Zustand der Schiene, den wir übernommen haben, ist katastrophal. Deswegen wird dort mehr investiert, zum Beispiel in die Hochleistungskorridore. Aber Sie haben recht, die Straße wird dennoch Hauptverkehrsträger Nummer eins bleiben. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung von 25 bis 28 der wichtige Verkehrsträger Straße, der zentrale Verkehrsträger Straße, Sie können es auch gerne Nummer 1 nennen, auskömmlich finanziert wird. Ich rufe auf die Frage 9 des Kollegen Dr. Reinhard Brandl zur Höhe der Fördersummen im Rahmen der Gigabit-Richtlinie 1.0 bzw. 2.0 und deren Berücksichtigung in der mittelfristigen Finanzplanung. Kollege Brandl, der wahrscheinlich noch aufsteht, wie folgt. Im Rahmen der genannten Gigabit-Richtlinien sind 9,216 Milliarden Euro an Fördermitteln beantragt, davon 6,636 Milliarden Euro an Fördermitteln zum Stand Ende Mai bewilligt worden. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Herr Staatssekretär, Sie müssen wissen oder Sie müssen verstehen, dass nach dem Förderstopp vor 1,5 Jahren wir sehr sensibel sind, was die Veranschlagung von Mitteln für den Breitbandausbau im Haushalt angeht. Deswegen meine Frage noch mal konkret. Die Mittel, die Sie angemeldet haben für die mittelfristige Finanzplanung, reichen die aus, um alle Projekte, um alle Förderbescheide, die erteilt sind und die jetzt noch erteilt werden, tatsächlich auch zu finanzieren? Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Brandl. Wir haben ja die Förderpolitik neu ausgerichtet. Das ist eben der Unterschied. Deswegen erstmal privatwirtschaftlicher Ausbau. Vorher wurden dort gefördert, wo es politisch gewollt war oder wo Förderung eben durch Förderung war. Und wir wollen es eben neu ausrichten. Und ja, wir wollen auch im Jahr 2025 weiterhin neue Förderaufrufe veröffentlichen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Herr Staatssekretär, Sie haben genau meine Frage nicht beantwortet. Und deswegen verstehen Sie bitte, dass ich da skeptisch bin. Konkret, reicht das Geld, das Sie veranschlagt haben, das Sie vom Finanzminister voraussichtlich bekommen, aus, um alle bereits bewilligten und jetzt in der Bewilligungsschleife stehenden Projekte zu fördern, ja oder nein?
Sie haben das Wort, Herr Staatssekretär. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist jetzt schwer abzusehen im heutigen Jahr, ob im nächsten Jahr zu Haushaltsberatungen, die noch nicht zu Ende geführt sind, jeder Antrag bewilligt werden kann. Was ich Ihnen sagen kann, das BMDV beabsichtigt, die GIDA-Förderung auch in 25 mit neuen Aufrufen fortzuführen. Hinsichtlich der Bereitstellung von Bundesmitteln können wir noch keine Aussagen treffen. Die Einzelheiten des Haushalts 25 werden gerade verhandelt. Damit haben wir noch die Chance, die Frage 10 des Abgeordneten Brandl aufzurufen. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter Brandl, ich beantworte die Frage Nummer 10 wie folgt. Die bewilligten Fördersummen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. In den Jahren 24 bis 27 sind Mittel in Höhe von insgesamt 11,204 Milliarden Euro für den Breitbandausbau vorgesehen. Neben den Mitteln für die Projekte der Gigabit-Richtlinien sind dabei auch Mittel für die in der Umsetzung befindlichen Projekte des Weißen Fleckenförderung, das KfW-Programm, Investitionskredit, digitale Infrastruktur und die Programmadministration eingeplant. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Hatten Sie mir diese Antwort hätten Sie bei meiner Vorfrage vorlesen müssen. Deswegen stelle ich jetzt aber eine andere Frage als Nachfrage. Und zwar, mit welchen Kosten pro Glasfaseranschluss rechnen Sie im Durchschnitt bei der Kalkulierung Ihrer Fördermittel? Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Brandl, ich habe die Frage beantwortet, die Sie gestellt haben. Also müssen Sie über Ihre eigene Reihenfolge nachdenken. Die Anfragen der Kosten pro Förderung, die sind natürlich extrem unterschiedlich in ganz Deutschland. Da wäre es jetzt unseriös, aus dem Stegreif eine durchschnittliche Zahl zu nennen. Die müssten wir Ihnen schriftlich nachliefern. Ich würde allerdings Sie bitten, die Frage dann so zu präzisieren, dass sie auch zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet werden kann. Bei aller Disziplin können wir noch die zweite Nachfrage bitte zulassen. Und ich bitte dann damit auch er sie versteht, präzisiere ich meine Frage konkret. Mit welchen Kosten pro Glasfaseranschluss, rechnen Sie im Durchschnitt? Und gibt es regionale Unterschiede bei den beantragten Fördersummen? Sie haben das Wort. Schriftlich nachliefern. Natürlich gibt es regionale Unterschiede. Das hat auch mit den Ausbaukosten zu tun. Die sind natürlich in verdichteten Räumen anders als in ländlichen Räumen. Liefern wir Ihnen gern nach. Wir halten fest, diese Antwort kommt noch schriftlich in der Nachlieferung. Die Fragestunde ist beendet. Ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU-CSU hat